So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge Part 28. So, Walter möchte was von uns und deswegen sprechen wir ihn mal an. Ja. Dankeschön. So. Und zwar, was er von uns will. Hier rechts gibt es jetzt ein Kraftwerk. Oh ja, es gibt dort ein Kraftwerk. Und dort droht ein Generator zu überhitzen und unsere Aufgabe ist es jetzt eben zu verhindern, dass dieser Generator überhitzt, ne? Macht so halbwegs Sinn. So, also erstmal hier rechts so und in diese Höhle rein. So, und dort ist eben dieser Generator, ja. So, wir haben den Schlüssel bekommen, damit wir hier rein können und da seht ihr es auch schon. Wir werden jetzt wahrscheinlich... Ach nee, warte, hier gibt es auch andere Pokémon. Ha, also auf jeden Fall dürfen wir hier ein neues Pokémon fangen, das ist klar. Normalerweise hängen hier nur Voltoball, Elektroball und Magnetilo rum. Insofern war das eigentlich immer eine sehr nervige Passage, aber durch das Randomizen kommen natürlich neue Pokémon und ich freue mich schon ein bisschen drauf, ehrlich gesagt. Also, was erwartet uns hier denn für ein Pokémon? Da. Absol, yeah, cool. Absol, du bist cool. Yay! Cool, will haben. Will unbedingt haben. Also, die bewährte Strategie. Erstmal paralysieren und damit wickel die KP auf eine... Oh. Auf eine möglichst geringe Zahl bringen. Wenn der Wickel dann trifft. So. Whipped up a whirlwind. Ich weiß nicht, welche Attacke das gerade ist, aber nun gut. Na, verdammt. Razor Wind. Okay, so viel Schaden macht das jetzt nicht. Aber nun gut. So, nochmal. Ja, dankeschön, die Paralyse wirkt. Nochmal der Rap. So, gut, dann wurde auch gerade von befreit. So, passt es natürlich. So, dann gebt uns einen Superball, damit wir Absol fangen können. Denn Absol ist cool. Und yeah, cool, wir haben Absol. Yeah, man, Motherfucker. So, hat sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt. So, seine scharfen Sensen. Und können auch die Luft und das Land schneiden, um Naturkatastrophen zu verhindern. Es ist ein langlebiges Pokémon, das eine Lebensspanne von bis zu 100 Jahren hat. Ja, da sieht man, dass Pokémon auch einen natürlichen Tod sterben können. Tja, insofern... Absols Name. Was hast du für einen Namen bekommen? Du bist, Also du bist auch jetzt erstmal ganz unkreativ benannt, aber du bist jetzt immer Shadow, auch wenn du weiß bist, aber für mich ist es so Shadow. Like a Shadow. Ich glaube, jetzt müssen wir auf den grünen rauf. Ach ja. Ein Lutfurzel, lol. Lol. Ist ja mal lustig. Lutfurzel, ach, das macht das Ganze irgendwie viel entspannter. Dass wir nicht mehr die ganzen Magnetilo und Voltoball und Elektroball rumhängen. So. Dort auf den blauen zu klicken wäre nicht so intelligent. Weil dann wieder zurückrennen müssten. Ah, ein Schwalbos, cool. Das wird natürlich jetzt erstmal Katsching. Mit einer schönen Drachenklaue auseinandergenommen. Richtig so tranchiert. So, dann. Da. Ach. Ja, keine zwei Schritte und schon kommt ein Lombrero an hier. So muss man sich das mit Magnetilo vorstellen. Das ist richtig nervig. Und auf jeden Fall wirst du jetzt mal wieder zerschnetzelt, mein Kollege. Und oh, hast überlebt. Mein Gott, das ist ja ziemlich selten.
Ja, Mann, warum setzt du den Mogelhieb nicht als allererstes ein, Mann? Kollege. Naja. Deswegen brauchen Pokémon einen Trainer. So, bist du ein Elektroball? Hä? Hä? Unsere Tasche ist voll. Das gibt's in dieser Generation. Hä? Was brauche ich denn nicht? Zink? Wir haben noch einen Zink? Okay, das wollte ich eigentlich nicht, aber na gut, warum nicht? So, wir haben Stock gefunden. Yay. Toll. Ein Stock. Aber wir haben aber keinen Porenta. Meine Fresse. Dum, 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 da, dum, dum, da, dum, dum, ein Snubbull. Hey, cool. Coolio. So. Alle-oppa. So. Weißt du was? Wir treten noch mal rauf und gehen jetzt mal nach links. Ist das überhaupt etwas Sinnvolles? Okay. Eins davon ist da ein Elektroball. Ich weiß allerdings nicht welches. Ich schätze mal, das rechte wird ein Elektroball sein. So, Mighty, mach es fertig oder auch nicht. So, Drachenklaue, oh yeah. Voll fett und so. So, sogar ein Crit, yeah, Mighty. Mann, du legst hier richtig ins Zeug. Ich habe eigentlich nicht geplant, damit hier... Ah, okay, das ist ein Elektroball. Ich hatte nicht geplant, jetzt einen ganzen Part hier mit zu verschwenden, aber... An den Voltoball, okay. Ich dachte, du wärst ein Elektroball. Naja, dann eben nicht. Ich wollte eigentlich nicht mich den ganzen Part jetzt in dieser Mission hier aufhalten. Aber, nun gut, wenn es so kommt, dann kommt es eben so. Ich könnte ja auch einen Schutz einsetzen, den wir noch in der Tasche haben, aber... Hm. Pink Scarf, willst du mich verarschen? Wozu brauche ich denn die Scheiße? Na komm. Hier, Frau Traum, du hältst jetzt mal den Lauch. Ja, ein schöner Lauch ist das. Dum, 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 dum. So, klack. War das sinnvoll oder nicht? Nein, das war dumm. Dum, 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 dum. Und wieder ein Absol. Hey, wie geht's, Kollege? Ich habe schon einen deiner Gefährten gefangen. Ja, du fragst dich wahrscheinlich, wo der ist. Der ist jetzt bei mir auf dem PC. Ach, den Rotzukeep, den mag ich nicht besonders. Dafür wirst du jetzt erstmal gecrittet, weggecrittet. Level 34, yeah, cool. So, so, so. So, Plüschi kann auch mal wieder hier ein bisschen was tun. Also, wieder darauf und... du bist wahrscheinlich ein Elektroball, yep. Da, 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 da. Nee, ein Voltor. Warum denke ich immer, dass das Elektroball sind? Naja, egal. Da, 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 da. Oh ja, komm. Psychokinese. Dürfte ziemlich einen Schaden anrichten. Jupp. So. Und. Eine Beere. Oh, okay. Nett. So. Dann müssen wir hier auf diesen roten Knopf, auf diesen unauffälligen roten Knopf treten und der Generator fällt aus. Oh, und wieder mal. Okay, auch nett. Ich meine, warum nicht? Auch wenn der nutzlos sein wird. Weil wir eben eine Nuzlocke-Challenge spielen und Pokémon hier bereits gefangen haben, die... können wir eben auslassen. Also wir können uns dann wieder neues Pokémon auf der jeweiligen Route suchen, ne? Ist klar, denke ich mal. Na, ah, der Bedroher ist mir egal, weil ich speziell angreife, my friends. Oh. Macht zwar über die Hälfte, aber so viel macht's dann doch wieder nicht, leider. Dum, da, dum. So. Dann wieder auf den Schalter und ja, dann
wieder möglichst schnell raus hier. Obwohl wir haben, glaube ich, einen. Ja, genau, das haben wir rausgelassen. Na, du hast auch wieder nur einen Voltoball oder Elektroball. Nee, Voltoball. Warum muss jemand Elektroball denken? Tja, ich weiß es nicht. So, nochmal die Psychokinese. Dürfte ich auch erledigen, mein Freund. Mein Kollege, Freund, alter Bekannter. So. Jop, rauf da. So. Och. Ja, die ganzen wilden Pokémon, die sind schon ein Problem in der Pokémon-Welt. Also, wenn es die nicht gäbe, ja, dann hätte das Spiel keinen Sinn, aber man hätte dann eben sein Anfangs-Pokémon und müsste das nur mit den ganzen Trainerkämpfen dann eben hochleveln. Was in der Nuzlocke-Challenge eben besonders scheiße wäre, aber naja. Der Charme, okay. So. Ein Crit, ja, jetzt kommt der Unnecessary Crit Plüschi, war ja klar. So. Und da kriegen wir den Blizzard. Oh, nice. Very nice. Möchte ich mal nachgucken, welche Genauigkeit denn dieser Generation hat. 70. Nee, ich glaube, ich behalte den Aurora-Strahl. Weil der eben verlässlicher ist. Na, aber es wäre zumindest ein Ob. Na, im Hagelsturm trifft er ja. Ja, stimmt. Im Hagelsturm trifft der Blizzard immer. Und zufällig kann unser Reiser ja Hagelsturm. Es wäre eine Überlegung wert, in der Tat. Ah, diesmal setzt der Mogelhieb korrekt ein. Immerhin. Ah, warum ist Plüschi nicht zurückgeschreckt, frage ich mich gerade. Hast du irgendwas mit der ihrer Fähigkeit zu tun? Warte, ich gucke jetzt gleich mal nach. Auf jeden Fall Level 34, das ist auch sehr nett. So. Fähigkeit Plüschi. Okay. Prevents Added Effects. Okay, scheint das vor Zurückschrecken zu schützen. Hast du... Na doch, du hast noch AP, hä? Warum habe ich denn dich nicht eingesetzt? Ach ja, stimmt, weil ich Pokémon fangen wollte. Ah, ja, ja, genau. Genau deswegen war Mighty an der Spitze. So. Und wisst ihr, was ich jetzt erstmal mache? Ich werde erstmal ein paar Items verkaufen, die wir eh nicht brauchen werden. Weil das hier war ja noch eine Generation, wo der Beutel voll gehen konnte. Und ja, das hat natürlich auch seine negativen Seiten, wie eben zum Beispiel, dass der Beutel voll gehen kann und man keine weiteren Items auch heben kann. Und das ist blöd. Sehr, sehr blöd. So, so ein bisschen organisieren muss jetzt eben kurz sein. Weil weiter gibt uns, glaube ich, auch gleich irgendein Item. Oder gibt er uns sogar die nächste VM? Ist diese Quest jetzt notwendig? Muss man die machen? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, wir verkaufen. So, so, so. Was brauchen wir nicht? So, fangen wir ganz oben an. Fangen wir einfach ganz oben an. So, wir haben noch 10 Tränke? Wo haben wir die denn her? Egal. Den Ewigstein brauchen wir nicht. Nein, den will ich behalten. Okay, will ich auch behalten. Ja. Na doch. Ich weiß nicht, brauchen wir sowas später noch? Komm, wir verkaufen es einfach. Warum nicht? Na, wahrscheinlich werde ich das später bereuen, aber was soll's. Das brauchen wir auch nicht. So, dich brauchen wir auch nicht, Kollege. Dich erst recht nicht. Nee, warte. Ah, doch, der Rauchball. Nee, komm. Den brauchen wir auch nicht.
Und dich brauchen wir auch nicht. Brauchen wir die Heil-Items? Egal, nee, warte. Eine Sache können wir auch noch verkaufen. Oder? Was sollen wir hier? Na, nee, komm. Ball ist Ball, wie die lieber halten wir. Ja, komm. So, was können wir denn kaufen im Gegenzug dafür? Überzeugt mich jetzt nicht so. Oh, wir können 99 davon kaufen. Ist ja ganz toll, aber... Komm, 14. Das reicht locker für eine Zeit. Das reicht locker. Da laufen wieder 8. Na, oder? Nee. 22 reicht noch vollkommen aus. Insofern... Okay, wäre das erledigt. Und was gibst du uns jetzt? Thunderbolt, oh. Nett. Nett. Er hat uns den... Ist das der Donnerblitz? Dürfte Donnerblitz sein, oder? Ja, das ist der Donnerblitz. Kann irgendjemand erlernen? Tatsächlich. Warum kannst du Donnerblitz erlernen? Ich verstehe es nicht. Okay, Mighty kannst du erlernen. Das und Fratfratz auch. Okay. Ja, am besten wäre er eigentlich bei unserer bei Vati aufgehoben, bei Amphoros. So, egal. Ach stimmt, ich wollte noch ein paar Items ablegen auf dem PC. Das wollte ich noch tun. Weil die werden wir schätzungsweise erstmal nicht brauchen. So. Na? So, Cellpost PC. Haben wir irgendwas drauf? Nein, haben wir nicht. Okay, dann platzieren wir da erstmal ein paar Items. Und zwar fangen wir wieder von oben an. Das. Du kommst dort auch, du auch, du erst recht, du auch. Und du. So, jetzt sollte halt eigentlich wieder genügend Platz sein, insofern. Na, ist egal, in den Rucksack passt ein ganzes Fahrrad rein, was macht das schon einen Schal aus, ne? Aber. Egal, wir sind jetzt ja nicht solche Klugscheißer, Und auch wenn der Part vielleicht ein bisschen kürzer ist, würde ich den jetzt schon gern beenden. Damit wir eben den Aufbruch in das neue Abenteuer erst im nächsten Part haben. Also, nächsten Part werden wir hier auf die neue Route aufbrechen, dort natürlich auch ein neues Pokémon fangen. Und bis dahin noch einen schönen Tag und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Tschüssikowski.